Wir leben in einer globalisierten Welt, in der viele Menschen Angst vor anderen Kulturen haben. Und ich glaube, dass wenn man seine eigene Kultur liebt und lebt und versteht und offen ist für andere Kulturen, dann ist die Botschaft des Stückes schon formuliert. Und so haben wir dann drei Komponisten gefunden, die tatsächlich sehr für ihren Kontinent stehen und für ihre eigene Kultur stehen und trotzdem sehr aufgeschlossen sind gegenüber den anderen Kulturen der Welt. My movement is first and it tries to be, it's kind of a one idea movement. So I didn't want to make it a kind of piece within itself. I wanted it to feel like a kind of introduction to the whole environment, even though I didn't know what the next two movements were going to be like. So it starts very energetic. It's kind of fast the whole way through and keeps, it's kind of tense, I would say, nervous and tense. Ich denke, Jan hat mich hier ausgewählt, um das europäische Komponieren zu repräsentieren. Auf eine Weise. Natürlich wird in Europa und vor allen Dingen über die letzten Jahrzehnte so viel Verschiedenes gemacht. Aber das ist hier ganz wesentlich und es ist auch gelungen, dass man in Nicos Arbeit die amerikanischen Minimal-Komponisten anklingen hört. In der Arbeit von Zhou Long natürlich chinesische Traditionen auch und in meiner Arbeit eben die, sagen wir mal, Romantik des 19. Jahrhunderts kombiniert mit neueren Formen zu komponieren, also wo Pop-Einflüsse auf jeden Fall auch da sind und eben die Grenzen gar nicht mehr zu überwinden sind, weil sie gar nicht mehr existieren. The movement is based on a poem called, it's the same title, Tipsy Poets. It's from Tang Dynasty by Du Fu. He's a very famous Tang poet. He wrote a piece about his eight friends of all poets. They described, you know, very humorous. So the piece, I also used some music elements from Guqin, the imitation from the cello. We'll have a lot of pizzicatos and glissandis, so that is imitated the guqin of the ancient 5,000 years old Chinese ancient instrument. Skepsis gegenüber neuer Musik ist sehr groß. Gleichzeitig ist diese Neugierde da und wir versuchen, diese Neugierde zu stimulieren und vielleicht nehmen die Menschen etwas mit nach Hause, was sie in der Musik der Tradition, also in der schon existierenden Musik, nicht finden würden.